Oliven Tartelettes Bietrucola. Zutaten für den Teig: 100 Gramm kalte Butter, 200 Gramm Mehl, Salz, 1 Ei, 1 el gehackte Basilikumblätter für den Belag, 250 Gramm schwarze Oliven, ohne Stein, 60 Gramm Mozzarella, 100 Gramm Sahne, 100 Gramm Creme Fraiche, 2 Eier, Salz, Pfeffer aus der Mühle, frisch geriebene Muskatnuss, 1 TL Senf, 1 TL abgeriebene unbehandelte Zitronenschale, 2 EL gehackte Basilikumblätter, 1 Bund Rucola. Zubereitung für 4 Personen: 1 für den Teig Butter, Mehl, einer Prise Salz, Ei und Basilikum zu einem glatten Teig verkneten. Zu einer Kugel formen und in Frischhaltefolie gewickelt mindestens eine Stunde kühl stellen. 2 für den Belag die Oliven hacken. Den Mozzarella unbekanntes Zeichen Rella sehr klein schneiden. Sahne mit Creme Fraiche, Mozzarella und Eiern verquirlen. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss, Senf und Zitronenschale würzen und Oliven sowie Basilikum unterrühren. 3 Den Backofen auf 200 Grad Celsius vorheizen. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche etwa 3 bis 4 mm dünn ausrollen. Die Tartelettförmchen einfetzen. 4 Teigkreise in der Größe der Förmchen, 12 cm 0, ausschneiden und die Förmchen da unbekanntes Zeichen mit auskleiden. Die Eiersahnemischung darauf verteilen und im vorgeheizten Backofen auf der mittleren Schiene etwa 30 Minuten backen. 4 Die Tartelettes aus den Förmchen lösen. Den Roux unbekanntes Zeichen Cola verlesen, waschen und trocken schütteln. Grobe Stiele entfernen. Die Tartelettes auf Telefon unbekanntes Zeichen Lärm anrichten und mit Rucola g. und Rucola Pasta e Pasta. Nicht nur farblich sind die Penne ein echtes italienisches Nudelvergnügen, denn das Auge ist ja schließlich mit Zutaten 200 Gramm Penne Salz, 2 Tomaten, 1 Schal Otte, 2 EL Olivenöl, 1 EL Tomatenmark, 1 TL Zucker, 2 EL Rotwein, 1 TL getrockneter Oregano, Pfeffer aus der Mühle, 1/2 Bund Rucola, 50 Gramm Parmesan. Zubereitung für 2 Personen: 1 Die Penne nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser bis fest garen. 2 Die Tomaten waschen und in Würfel schneiden. Die Schalotte schälen und fein hacken. 3 Das Olivenöl erhitzen und die Schalotte darin andünsten. Tomatenmark und Zucker dazugeben und verrühren. Mit Rot unbekanntes Zeichen Wein ablöschen und Tomaten sowie Oregano hinzufügen. Einköcheln lassen. 4 Die Nudeln in ein Sieb abgießen, dabei etwas Kochwasser auffangen. Die Nudeln mit dem Kochwasser zur Soße geben. Untermischen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 5 Den Rucola verlesen, waschen und trocken schütteln. Grobe Stiele entfernen und die Blätter klein schneiden. Unter die Nudeln rühren. Die Nudeln in Schüsseln anrichten. Den Paar unbekanntes Zeichen Mesern darüber hobeln. Rucola Pesto Zutaten: einem Bund Rucola, ca. 75 Gramm, 1/2 Bund Basilikum, einer Knoblauchzehe 50 Gramm, geriebener Pecorino 30 Gramm, Pinienkerne 7 EL, Olivenöl, Salz, Pfeffer aus der Mühle 500 Gramm, Linguine oder Spaghetti. Zubereitung für 4 Personen: 1 Rucola verlesen und grobe Stiele entfernen. Basilikum und Rucola waschen und trocken schütteln. Die Hälfte vom Rucola beiseite legen. Restlichen Rucola und Basilikum im Mixer zerkleinern. 2 Knoblauch schälen und grob hacken. Pecorino, Pinienkerne, Knoblauch und Öl zum Rucola geben und zu einer dicken Paste pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. 3 Linguine nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser bis fest garen. In ein Sieb abgießen und abtropfen lassen. Etwa 1/2 Tasse Kochwasser auffangen und mit dem Pesto verrühren. Die Nudeln mit dem Pesto vermischen und mit dem restlichen Rucola garniert servieren. Mit Rucola und Chili. Zutaten: 500 Gramm Spaghetti, Salz, 75 Gramm Parmesan, 100 Gramm Rucola, 1 Schalotte, 2 Knoblauchzehen, 1 rote Käseskote, 6 EL Olivenöl, 2 EL eingelegte Kapernpfeffer aus der Mühle.
Zubereitung FUR 4 Personen 1. Die Spaghetti nach Packungsanweisung in reichlich kochendem Salzwasser bis fest garen. Den Parmesan fein reiben. 2. Cola verlesen, waschen und trockenschüt unbekanntes Zeichen tellen. Grobe Stiel entfernen, die Blätter nach Belieben ganz lassen oder in Stücke zupfen. 3. Die Schalotte und den Knoblauch schälen und in feine Würfel schneiden. Die Kieskote längs halbieren, entkernen, waschen und fein hacken oder in dünne Streifen schneiden. 4. Das Öl in einem großen Topf erhitzen. Chili, Schalotten und Knoblauchwürfel darin bei mittlerer Hitze andünsten. Die Spaghetti abgießen und gut abtropfen lassen, dabei 1/2 Tasse Kochwasser auffangen. 5. Die Spaghetti mit dem Rucola, den Kapern, dem aufgefangenen Kochwasser und dem Parmesan in den Topf zum Chiliöl geben und alles gut vermischen. Mit Salz und Pfeffer würzen, auf vorgewärmte Teller verteilen und sofort servieren.